So, Freunde, was geht bei euch? Seitdem ich mein erstes Battlefield 5 Flugzeugvideo rausgehauen habe, fragen immer wieder Leute regelmäßig nach einem wirklichen Flugzeugtutorial. Also jetzt nicht nur so ein Guide, wie man die einzelnen Fahrzeuge richtig upgradet oder was es da für Möglichkeiten gibt, sondern wirklich so eine grundlegende Sache, was die Einstellungen betrifft, das Bombenabwerfen, das Schießen, Flugmanöver, wie man vielleicht Gegner abhängen kann. Denn viele Dinge sind vielleicht für den einen selbstverständlich, weil er schon, ja, das ein oder andere Battlefield-Spiel gespielt hat, aber für viele andere eben nicht. Leute, darum geht es heute, angefangen mit den Einstellungen, denn das ist eine super wichtige Sache. Was man bei Battlefield immer ändern sollte, bevor man anfängt zu fliegen, ist Nase hoch und eventuell auch Nase runter, weil sonst führt das dazu, vor allem auf dem PC, dass man sich mit der Maus einfach zu Tode kurbelt und auch nicht so eine schöne Geschwindigkeit halten kann, nicht so schöne Kurven fliegen kann. Deswegen packt das auf Tasten auf der Tastatur. In meinem Fall habe ich Nase hoch auf Leertaste und Nase runter auf Alt. Eine weitere Sache, die man hier ändern kann, aber jetzt nicht unbedingt muss, ist der Wechsel zu den verschiedenen Fahrzeugplätzen auf andere Tasten legen. Denn wenn man die Plätze wechseln möchte und die Standardtastenbelegung benutzt, dann ist das halt auf F2 und F3, F4, F5 und so weiter. Es ist doch schon, wenn man wirklich im Fight ist, dann deutlich einfacher, wenn man sich das auf zugängliche Tasten legt. Ich habe das jetzt hier in meinem Fall auf die beiden Maustasten gelegt, Maus 3 und Maus 4. So geht das halt einfach schneller und zuverlässiger. Bei der Tastenbelegung muss man jetzt sonst nicht wirklich was einstellen. Wenn man möchte, kann man es. Man muss jetzt aber nicht. Dieses Nase hoch und runter sind eigentlich die einzigen zwei wirklich wichtigen Sachen. Aber das war es hier an der Stelle noch nicht mit der Steuerung, denn jetzt kommt noch eine sehr, sehr wichtige Sache, denn es gibt verschiedene Empfindlichkeiten, auch für die Fahrzeuge, auch für ein Flugzeug. Es gibt einmal die Empfindlichkeiten, die beeinflussen, wie man aimt. Das ist hier in dem Fall die Fahrzeugmaus-Zielempfindlichkeit, die aber noch zusätzlich beeinflusst wird von der Flugzeugsteuerung-Empfindlichkeit. Die findet man relativ weit unten in den erweiterten Steuerungsoptionen. Das bei einem Flugzeug jetzt zwar nicht so ausschlaggebend, wie wenn man Infanterie spielt, aber es ist doch schon wichtig, das ungefähr so einzustellen, dass es, ja, dass man damit klarkommt, dass man einfach mit der Empfindlichkeit klarkommt. Das ist aber noch nicht alles zu der Empfindlichkeit, denn in den normalen Standardsteuerungsoptionen gibt es noch die Fahrzeug-Stick-Empfindlichkeit. Die bewirkt, wie eng die Kreise sind, die man mit einem Flugzeug zieht, und das auch nicht nur bei einem Stick, sondern auch bei der Tastatur. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt auf 0% habe, einfach mal im Extrembeispiel, gegen 100%, dann sieht man schon direkt, auf 100% zieht man die mega engen Kreise und auf 0% kriegt man kaum im Kreis hin. Dementsprechend stellt das immer auf 100%. Wenn ihr verhindern wollt, dass sich die Flugzeugkamera mit dem Flugzeug immer so mitrollt, dann könnt ihr das Ganze in den erweiterten Gameplay-Einstellungen einfach ausstellen. Dann passiert das nicht mehr. Eine weitere Sache, die man noch unbedingt einstellen sollte, ist das Flugzeugsichtfeld bzw. das Fahrzeugsichtfeld. Das sollte immer auf die höchste Einstellung. Immer aufs Maximum, weil sonst seht ihr halt einfach andere Flugzeuge nicht, die euch sehen. Ihr seht Flugzeuge nicht, die sich hinter euch setzen und vor allem auch diese Bombenzielhilfkreise, die man da hat. Beim kleinen Sichtfeld verschwinden die sehr häufig. Das heißt, ihr könnt Dinge nicht bomben, die ihr aber mit einem größeren Sichtfeld bomben könntet. So viel zu den Einstellungen. Wenn ihr das alles richtig eingestellt habt, für euch richtig eingestellt habt, dann steht euch jetzt erstmal nichts im Weg. Wenn es jetzt um die grundlegende Flugzeugsteuerung geht, also wie man das Ding in der Luft behält und nach links fliegt und nach rechts fliegt und ein Looping fliegt, dann kann ich euch an der Stelle nur das Testgelände, das Übungsgelände empfehlen. Da kann man das wirklich super üben. Also für alle, die wirklich da komplett mit den Flugzeugen der Steuerung komplett fremd sind, übt das da erstmal, bevor ihr auf einem normalen Server fliegt. Viele Flugzeuge ziehen ihre Kills daraus, dass sie Bomben abwerfen. Und aus meinen Kommentaren habe ich mitbekommen, dass sehr viele Probleme damit haben, die Bomben richtig abzuwerfen. Sau viele schreiben von wegen, ja, du machst ja die Multikills, aber ich mache immer nur Hitmarker. Und dafür gibt es einen Grund. Wenn man die Bomben abwirft, wenn das Ziel, was man treffen möchte, in der Mitte des Kreises ist, dann führt das dazu, dass die Bomben nicht das Ziel treffen, sondern so 5 Meter weiter entfernt einschlagen. Also 5 Meter zu weit. Und das führt halt dazu, dass man in den meisten Fällen einen Hitmarker bekommt. Damit die Bomben perfekt sitzen, muss man sie also früher abwerfen. Und zwar genau dann, wenn das Ziel so ein bisschen in den oberen Kreisrand reinkommt. Ich denke, ihr seht das ganz gut. Übrigens hier auf dem Testgelände one-hitten diese Bomben nicht. Aber ihr seht es ja, die Dinger treffen so perfekt das Ziel. Und wenn man sie in der Mitte abgeworfen hat, dann sind die einfach 5 Meter weiter eingeschlagen. Dementsprechend, vielleicht übt ihr das auch einfach mal auf dem Testgelände so ein bisschen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Das bezieht sich aber auch nur auf die einzelnen Bomben, die man abwerfen kann. Wie zum Beispiel die 1000 Kilogramm Bombe von der Stuka. Es gibt ja noch die anderen Bomben-Loadouts, wo man mehrere abwirft, die einzeln sehr schwach sind, aber wenn sie gemeinsam das Ziel treffen, dann ziemlich reinböllern und da unten alles one-hitten. Nur haben an der Stelle leider sehr viele Leute das Problem, die Bomben so abzuwerfen, dass sie alle gemeinsam das Ziel treffen, denn wenn man ganz normal gerade fliegt und die Bomben abwirft, dann werden die nacheinander rausgeworfen. Und logisch, das Flugzeug steht ja auch nicht auf einem Fleck und bewegt sich die ganze Zeit mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit. Das führt halt dazu, dass die Bomben sehr verteilt abgeworfen werden, und das will man ja an der Stelle eigentlich nicht.
Der Trick hierbei ist, dass wenn man mehrere Bomben abwirft und man möchte, dass sie alle auf den gleichen Fleck aufkommen, dass man das Flugzeug so leicht in den Sturzflug bringt und dann nach rechts oder links wegkippt. Das sieht man dann auch schon an den Kreisen, dass die sich verändern und sehr mittig sind. Ja, wenn man dann die Bomben abwirft, dann kommen diese gebündelt wie möglich runter und alles, was da unten ist, das kriegt dann nicht nur eine Bombe auf den Kopf und die nächste landet 10 Meter weiter, sondern kriegt alles auf den Kopf. Und das ist der Trick dahinter, keine Hitmarker mehr zu bekommen. Aber um Bomben präzise abwerfen zu können, muss man ja auch erstmal die Bodenziele ausmachen. Man muss da unten was sehen und sehr viele Leute haben Probleme damit. Es gibt ein paar einfache Tricks. Mittlerweile ist es so, dass wenn man in die Innenperspektive geht und anvisiert, dann zoomt man wirklich sehr stark rein und alles, was da auf dem Boden ist, wenn da was ist, das sieht man dann. Dann kann man sich eventuell noch einen Marker setzen, damit man die Position nicht vergisst und dann dahin bomben oder beim nächsten Anflug hinbomben. Eine weitere wirklich sehr, sehr wichtige Sache ist, die Flaggen immer im Blick zu haben, zu gucken, welche Flagge wird gerade eingenommen. Wenn man wirklich gerade gar nichts auf dem Boden sieht, dann fliegt man einfach dahin, wo gerade eine Flagge eingenommen wird und bombt dahin. Und wenn gerade eine Flagge eingenommen wurde, dann weiß man ja, wo die Gegner als nächstes hinlaufen werden, nämlich zur nächstgelegenen Verbündetenflagge. Hier zum Beispiel haben die Gegner gerade D eingenommen. Und wenn man die Karte Fjell auch nur ein kleines bisschen kennt, dann weiß man, dass sie zu 100% jetzt auf dem Weg zu E sind, durch diesen Gang da. Obwohl ich da nichts sehe, ich sehe da keinen Anschein von einem Gegner, ich weiß trotzdem, dass da jetzt gerade eine Menge sind. Das heißt, ich bombe da einfach rein und werde mit einem Multikill belohnt. Man muss die Gegner nicht sehen, um sie zu sehen. Eine weitere Sache ist, das ist vielleicht nicht für jeden direkt so einfach, und zwar auf die Schüsse auf dem Boden von den Soldaten zu achten, denn die leuchten wie Sau. Ob es jetzt die Verbündeten-Schüsse sind oder die Gegnerschüsse, spielt keine Rolle, denn man sieht ja, wo die hinfliegen. Wenn Verbündete von A nach B schießen, dann weiß man, bei B sind Gegner. Wenn da Feuer aus dem Nichts kommt, so Schüsse aus dem Nichts kommen, dann weiß man, da sind auch Gegner und dann bombt man da einfach hin. Das ist vielleicht jetzt so leichter gesagt als getan, aber es ist wirklich sehr deutlich in Battlefield 5. Diese leuchtenden, fliegenden Schüsse, die sind sehr deutlich gemacht und eigentlich kann man daraus wirklich sehr einfach die Position der Gegner rausziehen. Mit der Zeit wird dann wirklich gar keiner mehr Probleme damit haben, die Gegner auf dem Boden zu identifizieren, und dann spielen auch nicht nur die Bomben eine Rolle oder die Raketen oder je nachdem, was man benutzt, sondern auch die Hauptkanone. Denn bei vielen Flugzeugen ist die Hauptkanone auch sehr stark gegen Infanterie, wie zum Beispiel bei der Spitfire VA. Und bei der ist es zum Beispiel so, dass die Schüsse nicht dahin fliegen, wo man hinzielt, sondern links und rechts vom Fahnenkreuz. Dementsprechend zielt neben den Gegner, um den Gegner zu treffen. Das ist hier so der einzige wirkliche Tipp, den ich euch geben kann, weil es halt größtenteils eine Aim-Sache ist. Gegen andere Flugzeuge ist das auch eine Aim-Sache, aber es spielen auch ein paar andere Dinge mit rein. Wenn man jetzt hinter einem gegnerischen Flugzeug ist, dann wird bestimmt jeder von euch schon mal mitbekommen haben, dass es gar nicht mal so einfach ist, das Ding zu treffen, während man gleichzeitig ihm hinterherfliegt und die Kreise mitzieht, weil man immer wieder absetzen muss und so weiter. Ich mache das so, wenn ich hinter einem gegnerischen Flugzeug bin und der irgendwie einen engeren Kreis zieht oder einen weiteren Kreis zieht, dann kann ich eben nicht mit der Leertaste die Kreise ziehen, sondern dann mache ich es mit der Maus. Weil mit der Maus kann ich das viel besser steuern, kann mich viel besser an seine Empfindlichkeit angleichen, sozusagen an seine Kreise angleichen und dementsprechend den gleichen Kreis ziehen, während ich noch auf ihn schieße. Und das führt halt dazu, dass ich beim Hinterherfliegen genau auf ihm drauf bin, ohne dass ich irgendwie manchmal zu schnell oder zu langsam bin, weil ich das einfach mit der Maus viel genauer steuern kann. Was ist jetzt aber, wenn man selber ein gegnerisches Flugzeug hinter sich hat? Dann muss ich an der Stelle erstmal leider sagen, ja, dann hat man einen Fehler gemacht, weil dazu darf es eigentlich gar nicht erst kommen. Man muss immer darauf achten, wo sind die gegnerischen Flugzeuge, was machen sie und wenn eins down ist, wann das neue spawnt, dass man sich so schnell wie möglich darum kümmert. Denn es gilt die Regel, schon immer gilt diese Regel, erst auf gegnerische Flugzeuge gehen und dann auf den Bodenkampf fokussieren. Der Bodenkampf mag zwar für viele ansprechender sein, aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man ständig down geht, weil man ein Flugzeug hinter sich hat. Dazu darf es einfach nicht kommen, denn Battlefield 5 ist kein wirkliches Dogfight-Game. Wenn einer hinter einem ist, dann ist man in den meisten Fällen Rippen. Man kann nicht mit einer bestimmten Geschwindigkeit fliegen, dass man engere Kreise zieht. Man kann jetzt nicht mit dem Manöver hier lang und hier lang den irgendwie abschütteln. Solange der irgendwie nur halbwegs schlau ist, kommt der hinterher und kommt immer wieder in die Gelegenheit, auf einen zu schießen, zerschießt einen die Ruder und so weiter, zerschießt einen die Flügel und dann kann man sich halt gar nicht mehr wehren, weil man halt einfach nicht mehr so mobil ist wie der Gegner hinter einem. Dementsprechend, wenn man da keinen Mate hat oder so, ist man wirklich in den meisten Fällen RIP. Es gibt aber ein paar Strategien, die funktionieren können, die öfter mal funktionieren. Der Grundtipp ist erstmal, nicht immer den gleichen Kreis fliegen, weil wenn einer hinter einem ist, früher oder später kommt es dazu, dass er auf einen schießen kann, dann schießt er was kaputt am Flugzeug und dann hat er einen halt. Man sollte darauf achten, dass man auch mal nach oben einen Kreis zieht oder nach unten oder nach links oder rechts, immer abwechselnd, sodass man ihn vielleicht mit Glück abschütteln kann. Smoke hier bei den Flugzeugen. Viele Flugzeuge haben die Möglichkeit, Rauch mitzunehmen. Das kann echt helfen, aber hier sollte man darauf achten, dass man ihn auch so einsetzt, dass dem Gegner die Sicht versperrt wird. Wenn man jetzt gerade fliegt oder einen Kreis nach links fliegt und
Smoke einsetzt, dann sieht er einen trotzdem. Man kann es beispielsweise so machen, dass man gerade fliegt, Smoke zündet und dann nach unten oder oben weg, je nachdem, wo der Gegner ist. Da muss man gucken, was man macht. Dafür gibt es keine genaue Anleitung, weil es halt auch darauf ankommt, was der Gegner macht. So, das ist eine Möglichkeit, mit dem Rauch die Gegner wirklich abzuschütteln. Was bei mir jetzt wirklich sehr häufig funktioniert, ist jetzt meine absolute Geheimstrategie hier. Wenn ein Gegner hinter ihm ist, dann zündet man den Rauch und drückt die Nase direkt komplett nach unten, dass man so ein Looping nach unten weg macht und dann sozusagen wieder in die Richtung zurückfliegt. Sehr viele kommen darauf nicht klar und verlieren einen komplett aus den Augen und dann kann man sich selber hinter den setzen. Das funktioniert aber auch nur in einer gewissen Höhe. Das sollte man jetzt nicht machen, wenn man sehr nah am Boden fliegt. So hoch ist die Höhe nicht, in der man sein muss, aber ja, wie gesagt, man sollte es jetzt nicht unbedingt direkt über dem Boden machen. So, das ist so die Strategie, die bei mir wirklich sehr häufig funktioniert und ich damit sehr viele Flugzeuge abhänge. Aber im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, wenn ein Flugzeug hinter ihm ist, hat man halt einfach in den meisten Fällen verkackt. Dazu darf es einfach nicht kommen, darauf muss man achten. Wenn es dazu kommt, hat man halt irgendwo einen Fehler gemacht. Ich meine, auf Karten wie Fjell kann man das jetzt nicht unbedingt vermeiden, weil es da sehr viele Flugzeuge gibt, aber auf den anderen Karten funktioniert das eigentlich in der Regel schon wirklich sehr gut. Es gibt aber auch allerdings nicht nur die Einsitzerflugzeuge, sondern auch sowas wie die Stuka oder den U-88-Bomber mit zwei oder mehr Sitzen, wo man dann einfach den Platz wechseln kann, wenn sich ein gegnerisches Flugzeug hinter einen hängt. Und diese Heckguns, die man da hat, sind wirklich sehr, sehr stark. Also vor allem auf Karten wie Fjell empfiehlt sich das, wenn man wirklich keinen Bock drauf hat, dass man immer von hinten weggelasert wird und dann nichts wirklich gegen tun kann. Nehmt euch so ein Ding und wenn ein gegnerisches Flugzeug hinter einem ist, dann fliegt steil nach oben, komplett in den Himmel rein, wechselt den Platz und lasert das Ding weg. So kann der gegnerische Pilot relativ wenig dagegen tun, weil wenn man gerade fliegt, dann kann er sich untereinsetzen und von unten schießen, dann kann man mit der Heckgang nichts anfangen, wenn man damit nichts sieht, den Gegner nicht treffen kann, dementsprechend immer nach oben fliegen und dann runterschießen. So kann man sich dann super dagegen wehren. Ja Leute, das sind so alle möglichen Sachen, die man beachten sollte. Mehr kann man dazu jetzt auch nicht wirklich sagen. Es gibt nicht den einen Geheimtipp, wenn ihr den macht, dann seid ihr übel gut im Flugzeug. Im Großen und Ganzen ist es halt Übung. Wenn man viel fliegt, sieht man die Gegner besser, man trifft die Bomben besser, man trifft besser mit den Guns, man sieht, wenn ein gegnerisches Flugzeug zur Bedrohung geht und kann sich dementsprechend früher hinter das Flugzeug setzen, als das sich hinter einsetzen kann und so weiter. Das ist halt einfach üben, lernen, fliegen und irgendwann läuft das dann halt immer besser. Ich hoffe auf jeden Fall, euch haben die Tipps geholfen. Falls ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, ein dickes Like freuen und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch ein Abo da lassen. Wäre sehr nice, dann verpasst ihr keine weiteren Battlefield-Videos. Leute, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dann, haut rein und tschüss!